Reinedruckt mit der 109. Episode, heute in Kooperation mit der Blutspende SRK Schweiz. Dominik, ich rede immer über das Wetter, ich weiss es, es ist ein bisschen viel, aber schönen Sommertag nochmal hier, Mitte September. Wie geht's dir? Über das Wetter reden wir doch immer dann, wenn man sich sonst nichts sagen hat, oder? Ich habe gemeint, wenn du alt bist und ich renne im Galopp auf die 40 zu. Und dann kann man auch mal über das Wetter reden. Aber das ist doch immer, wenn du so Smalltalk-Situationen und dann hast du einen typischen Amerikaner vor dir und oft fühlen sie auch über das Wetter reden, dann weißt du einfach, jetzt musst du gehen. Es kann nur abwärts gehen jetzt. Es ist ein wichtiges Thema für sehr viele Leute, aber ja, es beeinflusst halt alles. In einem Land wie unserem, wo es nicht automatisch schön ist und dann merkt man, es ist oft schön und dann geht es einem gut und der FCB spielt gut und alles ist gut. Alles FCB gut, alles gut. Das ist fast schon der Folgetitel im Jahr. Vielleicht. Wissen wir ja noch nicht, oder? Wissen wir noch nicht. Einmal haben wir doch ein paar Low- und Highlights gehabt in den letzten Tagen und Wochen. Yep. Wie eigentlich immer, oder? Seit wir den Podcast gestartet haben. Muss man so sagen. Ist es von Sportlichem oder von Privatem? Sportlich, nur sportlich. Nur sportlich. Die Fahrten können wir getrost alles das weglassen. Das können wir alles weglassen. Ich mache mal einen privaten Podcast noch. Nein, ist okay. Uns geht es ja eigentlich nicht einmal zwingend schlecht. Das Leben ist aber ab und zu ein bisschen merkwürdig. Und naja, zum Glück haben wir den FCB, der lenkt uns wunderbar ab. Aber vor allem, wenn wir euch etwas Kleines präsentieren. Der Patrice und ich, ihr wisst es, wir reden sehr oft über ein gewisses Spiel. Das ist nicht Super Mario Land oder Tetris. Nein, es ist Smash Brothers. Smash Brothers, genau richtig. Nein, es ist Football Manager. Das Nummer 1 Fußball Manager Spiel, was es gibt. Es gibt kein besseres. Und wir sind ja wirklich Fans davon. Und jetzt haben wir die Möglichkeit bekommen, euch da draussen dürfen 3 Vollversionen zu verlosen. Also ihr könnt bei uns gewinnen. Und wie gewinnt man bei uns? Naja, ist ziemlich simpel. Wir werden, wie immer, die Episode auf Instagram raushauen. Und wie könnt ihr gewinnen? Ihr erstens minder einmal uns folgen. Das ist immer das Wichtigste. Folgt uns auf Instagram. Wir heißen übrigens, ihr werdet es nicht glauben, reindruckt. Und dann müsst ihr einfach unsere Episode von Spotify oder Apple Podcast oder wie auch immer, ihr müsst die Episode teilen, uns 3 verlinken und die das machen, kommen in die Auslosung. Und am Schluss werden der Patrice und ich Lösli ziehen und die 3 Gewinner benachrichtigen. As simple as that. Oder, Patrice? Yes. Ja, und es ist wirklich für alle, die es noch nie gezockt haben oder für viele, die auch früher oder Anstoß und Football Manager von EA gamed haben, gönnt euch das und vor allem, wenn es eine Gratis-Version gibt, schaut mal rein. Es ist ein komplexes Game, man braucht ein Moment, aber es ist einfach obergeil. Komplex ist kein Ausdruck. Wo du mir das angepriesen hast, bin ich heimgegangen, habe es runtergeladen und dachte, geil, jetzt zocke ich Runde und bis ich mit dem FC Aarau, ja, ich habe mit dem FC Aarau angefangen, aber der FCB habe ich nicht getraut, habe ich etwa zuerst mal müssen 3 Stunden spielen, bis zum ersten Testspiel kommen, weil ich nicht geschnallt habe, was ich machen muss. Ja, es ist aber, nein, jeder weiss, da hast du genauso lang. Aber ja, ich habe sicher 2 Freundinnen, die ich weiss, die mich nicht so gerne haben, weil ihre Männer permanent Footballmanager zocken. Aber lassen wir das. Und ist du Mini inkludiert jetzt? Ich glaube, sie ist vielleicht froh, könnte man vorstellen bei dir. Ich darf einfach nie davon erzählen, weil sie einfach denkt, ja, na. Super League. Super League. Super League ist super gesehen, finde ich, oder? Ich habe gewusst, dass du es sagst. Gott sei Dank hast du es erwähnt. Wir haben in Sio gespielt. Ja. Wann ist das gesehen? Auch schon wieder gefühlt 2 Wochen her. 1 Woche her, glaube ich, oder? Wir haben ein Balotelli in Action dürfen erleben, wo etwa gleich viel läuft wie ich, wenn ich mal wieder auf dem Fußballplatz stand. Oder wie du, wenn du Ruckeli hast. Ohne Scheiß weniger. Balotelli hat, also was ich will sagen, ich habe ja ihn lange nicht gesehen. Und er hat wirklich alt gewirkt. Also er ist wirklich älter geworden. Er wirkt einiges älter. Aber ich habe es schon geil gefunden, den Balotelli zu sehen in Sion. Also eine Attraktion ist er auf jeden Fall, oder? Es ist obercool, ja. Es ist, weißt, am Schluss schaltest du auch wegen so Sachen ein. Und auch jetzt gegen Zürich. Keine Ahnung, das hast du schon vergessen. Da schalte ich einfach ein, weil ich weiss, ja, jetzt kommt der Balotelli, wie macht er sich? Kriegt er mal eine Aktion, macht er mal ein Goal. Einfach, jo, es ist gut für die Liga. Es ist Attraktionsspiel, wo ganz sicher der eine oder andere Karren machen wird, aber ich bin trotzdem der Meinung, der kommt hier an, um ein bisschen zu shooten. Das ist
oder? Da kommt jetzt nicht da an, um sich nochmal zu zerrissen, oder? Ich hätte es nicht gedacht, dass es so extrem ist. Ich weiss nicht, ob er noch nicht fit ist, aber er bewegt sich ja wirklich gar nicht. Und das ist, Sio ist ja relativ gut drauf und im Moment habe ich das Gefühl, er ist eh noch Bürde. Aber auf der anderen Seite gibt er so einen halt auch einfach den Kick. Es ist einfach, wenn ich mir so vorstelle, bist du ein Durchschnitts-Super-League-Kicker und auf einmal ist der Ballo bei dir im Training und hast vielleicht als Kumpel. Yep. Ist ja auch geil. Und ich glaube, das hat ja auch, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, einer von den Experten im Studio, weiß nicht wer, die ganze Mannschaft hat sich wohl zerrissen für den Balotelli, um ihm zu zeigen, hey, ich kann im Fall auch spielen, ich will mit dir zusammenspielen. Ja, aber um das geht so genau. Das, ich glaube schon, wenn du weißt, so eine Granate kommt in dein Team, wenn er alt ist und nicht kaum noch laufen kann, aber da will jeder einfach zeigen, Alter, schau, ich kann es im Fall auch. Weißt du, so Respekt vor ihm holen quasi, oder? Das haben sie gemacht. Massiv. Vojkovic, Sio, sie haben uns geschlagen, schwache Partie von uns, muss ich sagen. Also wirklich, es ist, da hat es überall gefällt. Schwächst. Nicht erwartet. Ja. Schwerst Match von der Saison, finde ich, also, den ich gesehen habe. Schwächst. Ja. Es ist so ein bisschen alarmierend worden und dann hat man langsam einmal so auf die Statistiken geschaut und sagt so, Alex, zweitschlechteste Trainer bisher, Punkte ausbeute. Da musst du ja irgendwie langsam wirklich, wir sehen ja alle die Matches, wir sehen ja das Team, das meistens gut spielt, oben sind wir auch alle relativ entspannt. Yep. Aber wir haben den dort schon langsam gewusst. Also jetzt ist es langsam nicht mehr lustig. He? Also gut haben wir noch keine Finalrunde, wo du die in Top 6 spielen musst. Jo. Falls du dich magst erinnern, wie wir das diskutiert haben und du das lächerlich gefunden hast und die grossen Teams würden sich eh immer qualifizieren für die Top 6. Ich glaube, der FCZ und auch wir wären leicht angespannt, wenn wir die Finalrunde schon hätten. Ja gut, die Playoff-Diskussion, ich finde es lustig, momentan ist es relativ ruhig, abgesehen von einem Banner-Gast in der MK wegen der Playoffs, wo ich muss sagen, danke, dass uns mal daran erinnert. Ich habe auch noch Kontakt gehabt, anonym, liebe Grüße an dieser Stelle, mit einem Fan auf Twitter, wo mir ein paar Nachrichten noch geschrieben hat, wo wir uns sehr austauscht haben über das Ganze. Anonym auf Twitter, das ist... Ja, als Nachrichten, als Nachrichten. Und, anonym ein Chat über Twitter. Ja, das geht, wenn du Nachrichten schickst, Patrice. Ja, okay. Und haben wir uns mitten in der Nacht etwa eine halbe Stunde noch unterhalten, über wie verschissen das Ganze ist und dass das den Sport kaputt macht. Und ich bin auch der Meinung, dass wir die Saison geniessen, die wir noch haben, bis sie wird nicht mehr kommen. Es wird anders sein nachher. Du findest es super. Ich finde es weniger super. Wir werden es sehen. Was wir aber auch gesehen haben, Giovanni Sio, da haben wir sowas von vergessen, oder? Das hast du da noch gedacht gehabt, irgendwie? Doch, immer wieder. Träumst du von ihm? Nein, der Sio auch, seit er zurück ist, ist einfach so stark bei uns. Er ist einfach ein richtig guter Fußballer. Warum ist er eigentlich bei uns? Er ist noch da gewesen, wo Streller frei gewesen, oder nicht? Oh, jetzt fragst du mich, ob die... Ja, ist doch, noch hinter, ja, oder gerade nach dem Alex, ich weiß es eben nicht mehr. Könnte gerade nach dem Alex, ja, keine Ahnung, so Fragen sind immer schwierig. Da haben wir ja noch Dings, nicht Balotelli, wie hat er geheißen? Der Bobadilla haben wir noch gehabt, kurz dann. Aber ja, ein paar gute Leute gehabt, und er hat ja auch seine paar Matches gemacht, aber natürlich mega Offense gehabt zu dieser Zeit. Aber eben, der Hans Sitte, wie er im gewissen Foren auch immer genannt worden ist, er kann es immer noch, auch 33 Jahre alt, und irgendwie ist schon geil, dass Sio mit zwei alten Knacken vorne kann guten Fußball spielen. Irgendwie finde ich es beeindruckend. Irgendwie. Oh, sie machen es wirklich gut im Moment. Aber ja. Reden wir mal über Conference League, würde ich sagen. Unbedingt. Konferenz League, bitte. Konferenz League, ja. Tauli. Schöner Hashtag von Tauli, Konferenz League. Unser Lieblingsgegner Punic mit einem böse Trainer, der sehr böse ist auf uns. Und der Match, der zum Schauen hart war, oder? Ja, es ist eben so, wie wenn der zwei Burger isst. Ist das hart, zwei Burger? Hart zum Verdauen. Ja, wenn es so zwei Dirty Harrys sind, so zwei Mac-Burger gehen easy, zwei extra long Chili Cheese sind hart. Alter, kannst du dich erinnern an die ganze BSE-Affäre in der Schweiz? Ja, klar. Ja. Vor etwa 20 Jahren und nachher bin ich mit Kollegen im Mac gesehen, beim Barfi und der liebe Kollege Fuchs, den du noch kennst im Jahr, und den anderen haben sich ein Wettessen in Hamburg geleistet. Geil, das habe ich auch mal gemacht. Wie viel hast du geschafft? Sie sind gerade bei 14 gesehen. Fuchs 14, er hat es geschafft und der kaum noch laufen nachher. Ich glaube, er ist blind geworden nachher, bin ich nicht sicher. Also bei uns ist es, wir sind in München gesehen, ich bin 15 gesehen, mit so einer Gruppe Leute.
und jetzt 10 Hamburger für 10 Mark gegeben. Ja, aber das war auch ein Hamburger Stutz gewesen bei uns nach der BSE-Krise. Das ist ein guter Deal. Bin ich dabei. Mach ich nicht mehr. Ein bisschen nebensächlich gesehen, weil wir reden von Burger und es liegt auf der Hand, dass das Wortspiel immer wieder kommt. Burger, er ist grossartig. Er schmeckt gut im Jahr. Das Fleisch ist gut durch. Er schießt Goal. Er ist im Mittelfeld unglaublich präsent. Er hat in einem Jahr... Präsent ist das schöne Wort. Er hat in einem Jahr einen Fortschritt gemacht, wo du kannst du kaum bemessen. He? Eine Bombe... Ja, gewisse Sohn aufs Trikot nehmen, 2 Goal und Conference League. Jo, wir sind Fan und wir wissen schon bereits, auch im Winter wird wohl schon das erste Angebot reinschneiden, aber soweit müssen wir gar nicht reden. Wir schlagen Punic 3-1. Ich glaube, am Schluss klare Sache, würde ich trotzdem sagen. Auch wenn die besser gewesen sind, also gut, am Anfang haben sie zwar gewisse Stockfehler gehabt und Abspielfehler. Debakulös, aber defensiv sind sie gar nicht schlecht gestanden. Die haben sich nicht schlecht präsentiert eigentlich, ja. Jo, wir gewinnen den Match am Schluss, wie es muss sein, mit plus einem Goal, so wie ich es gewettet habe, da bin ich sehr zufrieden gewesen. Darum alles gut. Wir haben 3-1 gewonnen. Genau. Und Males hat noch einen gemacht. Darian Males, der auch immer wieder, wir haben auch gerade gestern im Match darüber geredet, von uns immer wieder ein bisschen wenig Liebe bekommt. Der Ronny sagt, er ist in grossartiger Form. Ich habe gestern gesagt, er ist auf dem Feld gewesen. Egal, schauen wir nachher noch an. Males, wir sollten vielleicht nicht ganz vergessen, oder? Ja, yep, nein. Gefällt mir immer besser. Und nicht in den 1-zu-1-Aktionen, aber vielleicht darfst du einfach nicht mit einem Doi vergleichen. Mhm. Ja, so ist doch, er macht's gut. Und der Punic-Trainer war pisst ohne Ende. Er schwört Rache wegen dem unfairen Spiel vom FCB, wo wir halt einfach einmal die Situation von der Überzahl genutzt haben und nicht den Ball rausgespielt haben. Heul leise, Chantal. Es ist so eine, wie sagst du so schön, müßige Diskussion. Irgendwie, du sollst den Ball nicht rausspielen, der Schiri entscheidet. Wenn man es macht, ist man trotzdem der Pisser. Es ist ein bisschen doof. Ich bin der Meinung, wenn einer nicht schreiend, und ich rede nicht von schreien, weil er richtig Schmerzen hat, dann spiele ich den Ball auch raus. Wenn einer einfach ein bisschen einen Zweikampf hat und er weiss genau, er steht in 2 Minuten wieder auf und alles ist gut. Richtig. Dann musst du einfach nicht aufhören zu shooten. Also wenn es beide in die andere Richtung schaut, wie es beim St. Gallen-Spiel vor ein paar Tagen. Und das ist, und da habe ich weggeschaut. In dieser Szene habe ich nie schauen. Und der Moderator hat es mir gesagt. Und du siehst es und der Schiri sieht es nicht, dann hörst du auf spielen, ganz klar. Ich weiss noch, was ich so gern gerade vor dem C-Sektor das Bein gebrochen hat. Der knallt im ganzen Stadion. Hey, hör mal, leck du mir. Ja, nun, das Rückspiel wird kommen. Punic schwört auf Rache. Und das heisst, für unsere Jungs, dann holen wir gerade mal 3 Punkte. So muss es einfach sein, oder? Absolut. Wenn wir kurz in unser Sponsoring gehen, weil der Patrice hat es schon erwähnt, die Episode ist gesponsert in Kooperation mit Blutspende SRK Schweiz. Und heute erzählen wir euch noch ein bisschen mehr über den Ablauf von so einer Spende, oder Patrice? Ja, eine Frage, die sich sicher schon oft gestellt worden ist, darf sich ein Spender und ein Patient kennenlernen? Die SRK hat auch Vorschriften und muss die Anonymität zwischen Spender und Empfänger sicherstellen. Es ist aber auch ein Briefaustausch nach der Spende möglich, was sicher cool ist. Es gibt 2 Spendenarten, nämlich von peripheren Blutstammzellen, aber auch ein Knochenmarkspende. Blutstammzellen werden in einer von der Uniklinik in Basel, Genf oder Zürich gesammelt. Also auch wenn die Stammzellen ins Ausland transportiert werden, der Entnahme folgt in der Schweiz statt. Richtig. Und über die Art von der Entnahme, eine periphere Blutstammzellenspende, was für ein Wort, oder auch Knochenmarkspende, entscheidet der zuständige Transplanteur aufgrund von der Krankheit des Patienten. Transplanteur, ein Wort, das ich noch nie ausgesprochen habe vorher. Du hast aber das Recht, der ausgewählten Spendeart zuzustimmen oder sie auch abzulehnen. In der Schweiz werden aber deutlich mehr periphere Blutstammzellen gespendet als Knochenmark, und zwar etwa 80% mehr. Die Entnahme von der peripheren Blutstammzelle erfolgt ambulant. Ein paar Tage vor der Spende werden der spendenden Person sogenannte Wachstumsfaktoren gespritzt, damit sich die Blutstammzellen vermehren und vom Knochenmark in den Blutkreislauf ausgeschüttet werden. Bei der Spende wird dann über einen Venenkatheter Blut entnommen und zu einem Zellseparator geführt. Ich bitte frage mich nicht genau, wie das funktioniert. Dort werden dann die Blutstammzellen aus dem Blut gesammelt. Das übrige Blut fließt über einen zweiten Venenkatheter zum Spender zurück und durch das entsteht kein nennenswerter Blutverlust.
Der ganze Vorgang geht etwa zwischen 3 bis 6 Stunden und du kannst am gleichen Tag das Zentrum wieder verlassen. Je nach körperlichen Anforderungen von deiner Arbeit bist du nach 2 bis 5 Tagen wieder arbeitsfähig. Es ist immer schwerer, mehr Bürogummis hocken am gleichen Tag wieder an der Arbeit, oder Patrice? Ziemlich sicher. Ich bin mir aber sicher, dass der Arbeitgeber da stolz wäre, wenn man so etwas macht und einmal einen Tag daheim wäre danach. Absolut. Nebenwirkungen durch die Spritze von diesen Wachstumsfaktoren können so ein bisschen grippeähnliche Symptome auftreten, kennen wir sicher alle von der Impfung oder die meisten von uns einmal. Kopf- und Gliederschmerzen, ebenso Müdigkeit. Symptome verschwinden aber nach Absetzen von diesen Wachstumsfaktoren wieder vollständig. Direkt nach der Spende kannst du dich natürlich müde fühlen. Klar, die Müdigkeit hält aber auch nicht allzu lange an und in ein paar Tagen bist du wieder fit. Es wäre einfach grossartig, wenn sich ein paar würden registrieren auf blutstammzellspende.ca. Der Link dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes, auf euren Podcatcher, einfach ein bisschen scrollen oder auch auf innedruckt.ch. Oldschool. Wunderbar. Zurück zum Sport. Wie im Studio, hä? Yes. Wir haben ein Match gehabt am Sonntag. FC Basel gegen GC. Die Affiche aus den guten alten Jahren, wo wir noch 8-1 gewonnen haben, wo GC mal noch eine richtig grosse Mannschaft war und wo ich gesagt habe, vor dem Match jetzt gestern, ich habe ein komisches Gefühl irgendwie. Wie doof bin ich doch gesehen, Patrice? Ja, ein bisschen unnötig viel Sorgen gestern gemacht. Ich habe gedacht, den Match gewinnen wir jetzt einfach. GC hat mehr Punkte, als sie verdient hat im Moment. Die haben jetzt nicht so stark gespielt. Ja, nein, 2 gute Spieler. Der Kawabe finde ich stark, der Japaner. Aber sonst, unsere Mannschaft ist eigentlich viel, viel besser als Tabellenstandzeit. Ich habe, glaube 4-1, 3-1 oder 4-1, habe ich gesagt vor dem Match. Ja, der Ronny hat eben zu 4-0 gesagt. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt hätte, weil ich weiß nicht mehr, was ich tippt habe. Ich keine Ahnung, ich bin einfach so schlecht im Tippen gerade, egal. Was siehst du, FCB geht ab in die Feuerwehr? Vollgas, Vollgas, Vollgas. Haben sie ja oft gemacht. Oft haben sie den Ball, oft spielen sie führen. Aber was jetzt endlich dazukommt, ist Effizienz. Ja. Und das ist genau das, die eine Zutat, die in den ersten Match immer wieder gefehlt hat. Man erinnert sich, das Gezittern in der Conference League, weil man vorne die Goal nicht gemacht hat. Man hat es gelernt. Ich würde wirklich sagen, der Knopf ist aufgegangen und zwar irgendwie bei allen, oder? Ja, haben wir jetzt schon oft gesagt, aber was wir gesehen haben, hat extrem gefallen. In der Endoi wieder granatenmässig. Es kommt einfach gut. Wir wissen, es kommt gut. Wenn die Goal dann fallen, dann gewinnen wir die Match. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Meisterschaft zwischen IB und uns entschieden wird, diese Saison. Es klingt lächerlich, wenn du überlegst, dass wir gerade noch auf dem 8. Platz gewesen sind. Jetzt sind wir gerade 7. Und wir reden schon über Meisterschaftskandidaten. Ich bin da schon zurückhaltend noch ein bisschen. Aber wenn du das Kader halt anschaust, ja, eben. Wenn du die Mannschaft anschaust, wenn du weißt, jetzt du siehst, wie die Rädchen mehr und mehr ineinander greifen, oder? Wie auch der Augustin, heißt eigentlich Augustin oder Augustin? Augustin? Das weiß ich ja nicht. Der Jean-Kevin heißt er, der JKA. Wenn die JKA mehr und mehr zeigen kann, jetzt hat er ein Goal geschossen. Gut, eigentlich war ein Penalty gesehen. Aber super, scheißegal, das tut ihm gut. Zekiri, ja, das erste Goal war natürlich auch ein Geschenk, das er bekommen hat. Das ja, ist natürlich das, was du brauchst nach 3 Jahren, kein Goal schießen. Ja. Ja. Hat der Justin schnell gezeigt, dass er eben doch ein FCB-Junior ist, der Ersatzgoal von GC. Ein bitteres Geschenk, aber ja, mein Gott, verdient. Ich glaube, ein paar strittige Szenen hat es gegeben. Die rote Karte für GC hat irgendwie massiv übertrieben. Da haben auch wir können, da hat mal alles können rot gesehen, wenn du mit gleichen Ellen missest. Aber am Schluss geht es chancenlos. Yep. Ich glaube, das hat jeder gesehen. Und wiederum ein sackstarker Burger, oder? Einfach. Oh, extrem. Ja, einfach. Wieder ein Goal geschossen auch. Das ist das Unglaublichste fast, dass der noch so goalgefährlich ist zu allem Überfluss. Zweikampfstark, gross. Tauli, ja, ein geiler Transfer. Tauli gibt auch Gas momentan, ist bissig. Gibt auch Gas, der Fabian Frey hockt dafür auf der Bank und ja, wenn es funktioniert, funktioniert es, aber wir werden da in vielen Matchen noch brauchen. Also da müssen wir gar nicht zu viel darüber diskutieren, spekulieren, finde ich. Ja, ich hoffe, ja, ich möchte die Diskussion gar nicht anfangen, weil der Fabian Frey, ich glaube, dass der jetzt plötzlich aus nichts raus vom Werfer-Spieler in die Belanglosigkeit geht. Ich glaube, er hat einfach jetzt 2-3 Wochen gehabt, wo noch mal ein bisschen passieren dürfen. Ich glaube, das kannst du ja auch mal so absprechen. Hey, weißt du was, ich bin ein bisschen müde. Ich
fühle mich nicht top am Morgen, wenn ich aufstand, gebe mir ein bisschen weniger Einsatzzeit, ich komme dann wieder umso fitter zurück. Ja, und einmal das Resultat haben wir gesehen, 5-1, und der Fabi wird noch drei oder andere schießen dieses Jahr, das wissen wir auch. Yes. Ganz ehrlich, FCB-mässig bin ich glücklich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin FCB-mässig sehr glücklich, weil ich einfach sehe, dass da etwas zusammenwächst, jedes Mal, auch wenn immer ein Niederlag kommt, auch wenn ein Scheiss-Sio-Match kommt, aber du hast das Gefühl, es geht einfach immer wieder zwei Schritte aufwärts, dann hat man einen zurück, zwei aufwärts, einen zurück, aber besser so als umgekehrt, oder? Eben nach Sio habe ich kurz nicht gewusst, ob die Stimmung in der Mannschaft nicht gut ist, der Berger da mit deutlichen Worten auch, dann haben wir gedacht, verstehen sie sich gar nicht so gut, das Gefühl habe ich jetzt wieder gar nicht gehabt, ey, ganz ehrlich, alles gut, jetzt noch Sieg auswärts in Zalgiris am Donnerstag, glaube ich. Und dann gibt es einen ziemlich geilen Kracher von mir fast schon im Göpp gegen Aarau am 18. Das wird nochmal zwei lustige Matches, wo man dann beide muss gewinnen am Schluss. Und dann ist der Saisonstart eigentlich mehr oder weniger okay gewesen. Absolut. Jetzt ist halt gehen wir jetzt raus gegen Aarau und auch gegen Zalgiris nicht, gewinnen wir nicht, dann so die erste Bilanz vor Nazi-Pause wäre dann schon nicht wirklich gut. Na also gut, Zalgiris, auswärts gegen so eine Mannschaft in Litauen, oder? Das ist Litauen, oder? Jetzt sind wir in Litauen, ja. Ist natürlich schon nicht so einfach. Du im Osten einen, da hat der FCB... Du musst Punkt musst du einfach holen. Punkt ist nicht so. Minimum ein Punkt. Ich glaube, wir gewinnen den Match. Ja. Und dann gegen Aarau, ja, die werden kommen wie die Feuerwehr, da bin ich ziemlich sicher. Und ich glaube, genau gegen so, in so einem Match FC Aarau, da brauchst du den Fabian Frey, der einfach weiss, wie der Laden läuft, der einfach ruhig bleibt und sagt, Leute, Jungs, ganz ruhig bleiben, wir machen unseren Goal in der 70. alles okay. Ich weiss nicht, was der Plan wird sein, aber genau für das brauchst du Chaka, Frey und Co. Lang vielleicht, wenn der fit ist. Es hätte jetzt auch können sein, dass du jetzt irgendwie wirklich einen Zweitligist hast in der Runde. Dann hättest du jetzt können sagen, okay, jetzt machen wir noch das Auswärtsfädchen und dann gehen wir ein bisschen in Pause. Aber jetzt ist schon, da musst du jetzt schon den Druck hochhalten, weil es ist nicht ganz einfach. Und eigentlich ist es gut so, weil es wäre jetzt schade, würdest du jetzt plötzlich in so einen Modus verfallen, dass du so das Testspiel fast schon anschaust. Ja, wir gewinnen kurz gegen Allschwil. Weißt du, ich meine, ja, schon genau. Gut, dass es Aarau ist, weil die werden uns alles abverlangen. Richtig. Und ich freue mich drauf. Richtig geil, es kommt etwas Gutes auf uns zu. Noch ein paar News so allgemein. Der Gamalö ist erst zu Dynamo Moskau gewechselt, he? Grossartig, ich gratuliere zu diesem politisch wunderbaren Entscheid von diesem wunderbaren Spieler. Möchte ich nie mehr in der Schweiz sehen. Hau ab. Ja, mein Gott. Du kannst ja zurück, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das hast, glaube du, eingefügt. Okay. Ich eingefügt. Er tritt zurück, er geht dann zurück nach Stuttgart und wird dort Lizenz-Scout irgendwas. Christian Gärtner, riesige Fußstapfen beim FC Luzern hinter Lohn im Jahr. Nein, aber allgemein der FCL macht einen guten Eindruck. He? Ja, aber letztes Jahr jetzt noch. Der Schari, den würde ich gerne bei uns sehen, der Junge, der macht einen mega Eindruck. Der Max Meyer hat auch gerade mit zwei Goals losgelegt. Also, besser als auch schon. He? Ja. Und eben Gentner, man hat ja letztes Jahr die drei Alten geholt. Es sind doch drei Alte, die sie geholt haben, oder? Wir haben sie nicht geholt. Der Gentner, dann der Verteidiger noch, der nicht zurückgetreten ist. Schwede geil. Ach, Bayern, oh mein Gott. Der Bayern, Gott, mit mein Haar. Gott, wo haben wir den Sinn? Hoogland, Rabesch, wie hat er geheißen? Oh je, ich egal. Die NFL-Season hat wieder angefangen, vor allem, die gerne Football haben, wie ich gestern zu oben, Sunday Night Games. Es war ein absoluter Dream gewesen und ich rede nicht mehr darüber, ich weiss, du hasst es. Wow. Patrick, ich möchte kurz erwähnen, ich bin ja jetzt wirklich langsam polyvalent unterwegs im sportlichen Denken. Ich bin ja mein allererster Eishockey-Match geschaut. Möchte ich aber noch betonen. Ich bin unglaublich ist im hohen Alter. Aber ja, ich finde es schön, weil du immer sehr gehatet hast über Eishockey. Ja, das hat einfach bedingt, dass ich als Kind gezwungen worden bin, zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn ich neue Games oder neue Filme hatte, musste ich Spengler den ganzen Tag. Das hat mich kaputt gemacht. Wenn du Ferien hast als Kind, willst du nicht den Spengler schauen, wenn es nicht lässig wird. Willst du GoldenEye zocken oder irgend so etwas? Natürlich. Das ist einfach ein Drama gewesen. Und jetzt sind wir schauen, zu uns gesehen auch am Pepita Cup gegen Schlag mich tot irgendwas. Wir haben einen Kollegen, der dort spielt, liebe Grüße an Marco an der Stelle. Und wir werden jetzt ab und zu mal dort sein, weil es ja gerade um den Ecken ist. Support the local club, finde ich geil, ja. Machen wir so. Kommen wir mal zum EAC, die haben auch etwas davon. Aber ja, tu das. Ist auf dem Plan, EAC ist auf dem Plan, ja. Lieder mit Union Berlin, unglaublich. Großartig. Wirklich Lieder, hast du gerade Lieder gesagt? Lieder, das Nächste.
geil. Bayern dritter, Bayern um einen Unentschieden gegen Stuttgart, Union viert. Unfassbar. Hat Bayern schon die Krisenstimmung ausgerufen oder ist es noch okay? Oder? Ja, ich glaube, die sind schon ein bisschen nervös, ja. Das ist okay. Und Tommy Müller ist pisst. Sehr gut, sehr gut. Was ein Hobby ist, ist die Beachsoccer-Nazi. Die holen sich den EM-Titel. Herzliche Gratulation an Schirinzi und Co. Warum habe ich keine einzige Meldung bekommen wegen dem? Es ist keine Push-Meldung bekommen bei mir, nichts. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich halt früher noch da ein paar Dudes kennt von denen, von dem Team, mhm, wo immer noch ein paar mitmachen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie speziell follow und so. Darum ist das mir relativ präsent gesehen auf Facebook und Co. Cool. Aber ja, scheint nicht so sehr zu interessieren in der Schweiz, anscheinend. Jo. Was schade ist, weil sie absolute Vorreiter sind und halt einfach, wie man sieht, Europameister werden. Das ist eine Sache, Beachsoccer, das ist halt auch so eine Randsportart, die halt nie wirklich ins Zentrum geguckt ist, oder? Ist ja mal eine Zeit lang in meinem Umfeld halt sehr gross gewesen und ist mal ab und zu ein Match schauen. Es ist irgendwie auch cool gewesen, es hat Spass gemacht, aber dann, wie es halt so ist mit Randsportarten, die werden mal gehypt und dann auf einmal ist es nicht mehr so, nicht mehr so cool halt. Wie Segler in der Schweiz, oder? Ja, eben, das ist ja auch eben, wo der Linke durchbrennt ist, ist ja, sind alle gesponnen. Oder Dennis mit dem Roger, ich glaube, das wird auch wieder weniger werden, weißt du, so natürlich, Zeugs. Ja, natürlich. Obwohl ich jetzt Dennis nicht als Randsportart würde bezeichnen. Nein, aber wir sind ja eine Segelnation mal gesehen, oder? Und da sind wir ganz stolz gesehen drauf, das ist ja. Ich glaube, so der einzige Schnitzelbank, den ich mich mal erinnere, sind alle linke Schnitzelbank gesehen, die sind mir so fest abgegangen. Aber ja, keine Premier League gespielt worden, weg der Queen. Will man jetzt eine Schweigeminute machen, oder? Nein. Hat man gemacht beim FC Zürich gegen Arsenal? Das hat mich überrascht. Ein paar FCB doch auch. Beim FCB doch auch einig gemacht? Ah, stimmt, wir haben auch einig gemacht. Ich hab nicht gewusst, was ich von dem so halten soll. Ist das jetzt, macht man das? Oder? Gut, so eine Person weltweit. Ist natürlich schon. Ich finde den ganzen Hype um so Monarchie irgendwie noch lustig, weil jeder kennt sich aus drin und ich finde es ein bisschen, ich meine, ich habe die Serie The Crown gesehen und ich finde, die König und Prinzen haben das schlimmste Leben, was es eigentlich gibt, dürfen ja nichts machen. Also. Ja, ich weiß. Ich möchte nicht mehr mit dir über The Crown diskutieren, ich möchte das Thema abhaken. Das ist eine großartige Serie, muss ich sagen. Die die Queen mögen haben und ich nehme mal, jeder ist schon von ihrer, also verfolgt worden, weißt du, jeder von uns. Verfolgt worden? Sie ist einfach Queen. So omnipräsent gesehen, die Queen. Also ich glaube, war schon eine von den berühmtesten Persönlichkeiten auf der Welt. Ja, und ich kann schwören, die wird noch 10 Jahre leben oder irgend so etwas. Wir sind uns alle sicher gesehen. Wie krass, dass der Prinz Charles jetzt König ist, Mann. Und wie krass, dass ich das erwähnen muss. King Charles, jetzt kann ich definitiv kein King Charles Spanier. Hey, und sie haben die Nationalhymne umgeschrieben jetzt. Also sie haben jetzt God Save the Queen, ist nicht mehr God Save the King, hä? Ah, ist das wirklich so? Ja, sie haben das erste Mal gesungen vor 2 Tagen oder so und es tönt, glaube ich, für die Leute hure weird. Das ist ja sehr schräg. God Save the King, Mann. Naja. God Save the Kicktip. God Save the Eton, wo eine Maschine ist. Ja, drittens habe ich einfach noch so reingeschrieben. Er ist einfach sehr gut. Einfach, ich will nicht nochmal über Nitten reden, aber er ist bei eBay und er ist gut. Ebenfalls gut ist unser Kicktipp, gesponsert von... Das habe ich den Satz nicht angeschrieben. Weißt du, doch nicht auswendig. Ich kann nicht sagen. Gesponsert von Computerworks, unser Großhändler, auf dem Drehspitz spezialisiert auf Computerperipherie und Softwarelösungen. Das ist halt, Patrice, wenn wir jetzt mal fast 2 Wochen nicht aufgenommen haben, dann mein altes Hirn ist auch nicht mehr so gut. Platz 1 hat einfach mega geshakt dort, wie das Erdbeben in Basel, das ich auch nicht gespürt habe. Auf dem Kicktipp ist, glaube ich, nicht mehr so, wie es vorher gesehen ist. Also nein. Platz 1, der Sean, wer ist der Sean? Connery, 57 Punkte, Platz 2 der Padula, sicher noch der Richtige, auch mit 57 Punkten, Platz 3 der Julian mit 56 Punkten und auf Platz 4 haben wir die Boomershow und der David Kallam, die haben 55 Punkte, ich habe 130, ich bin auf Platz 130 irgendwo und der Stärke ist schon lebendig besser als ich. Also ist ja, aber auch unter Ferner liefen, habe ich vorher gesehen. Zum Glück, Patrice. Ich habe jetzt eigentlich noch einen ehemaligen Gegenspieler vorbereitet. Das kannst du gerne bringen. Ich habe nur noch darunter geschrieben, wir könnten mal die Rubrik so ein bisschen, was macht eigentlich du, wo wir so ein bisschen über Spieler reden, was die mittlerweile machen, Spieler, die wir bei uns gesehen wären. Das ist eine großartige cool. Idee, machen wir das doch. Machen wir es ab nächster Woche. Du hast schon etwas parat, kannst du noch bringen. Nein, absolut. Weißt du, was macht Jimmy Jimenez und so? Was geht? Ich kann dir sagen, was er macht. Er rasiert sich nicht. Er hat einen riesigen Bart. I know. Er sieht aus wie ein Nein, hau rein. Ich hau rein. Der Spieler
spielt momentan bei GIF Sundsvall. Ja, super. Ja, ich weiß, super, gell? Ich mache es ein bisschen spannend heute. Er hat in im abgelaufenen Jahr, also im 2021 einmal, in 28 Spielen 15 Goal geschossen in Schweden. Wow. Nicht schlecht, oder? Ja. Er hat seine Karriere gestartet bei Sund IF, dann bei IFK Sundsvall, aber dort, wo er jetzt wieder ist. Nein, das ist der andere Sundsvall, keine Ahnung. Und bei Kubikenborg IF, das ist seine Jugendstation gesehen. 2006 bis 2009 ist er bei Sundsvall gesehen, bei GIF Sundsvall, wo er jetzt ist. 09 bis 10 bei Hammarby, wo wir kennen. Yes. Bei Hammarby hat er in 31 Spielen 18 Goal geschossen. Ist dann nach Genua verkauft worden und das erste Mal in die Schweiz ausgelehnt worden, im 2011. 9 Spiele bei Lugano, 3 Goal geschossen. 2013 bis 2014 hat er beim FC Aarau gespielt. Ist das Aarau. Alexander Gern, von dem du vorher gerade angesprochen hast? Bei Aarau hat er 22 Matches gemacht und 5 Goal geschossen. Der Gern ist ja, war ja später dann zu eBay gegangen, oder? Ja. Und dann bei Lugano, also nein. Er ist dann von Aarau nach Hammarby wieder gegangen. 32 Spiel, 5 Goal. Helsingborg, 18 Spiel, 2 Goal. Sundsvall, 69 Spiel, 32 Goal. Apoel, ist Apoel Nicosia, aber er hat sogar gegen uns gespielt. Ja, hat gegen uns gespielt. 14 Spiel, 6 Goal. IFK Norrköping, 8 Spiel, 0 Goal. Und eben jetzt letztes Jahr bei Sundsvall, 28 Spiel, 15 Goal. Schwedische U17, U19, U21 für das grosse Team jetzt nie gelangt. 33 Jahre alt. Ein Spieler, wo mir, ich glaube, den Namen wirst du schon kennen. Aber das ist kein von denen, du sagst, ein richtiger Hassspieler. Ich glaube, du wirst null Erinnerungen haben an ihn. Ja, aber darum kommt man auch nicht in den Sinn. Keine Ahnung. Warum ist er mir geblieben? Weil ich da in den letzten FIFAs, die ich gezockt habe, da habe ich mit dem FCB irgendeinen Backup-Stürmer gebraucht. Und das ist er gewesen. Und er ist, glaube ich, so ein 68er gewesen. Und ich habe dann geschaut, wie viel Goal kannst du schießen, wenn du eine sackstarke Truppe hast und vorne hast du einen Durchschnittsstürmer. Einfach so nicht viel bringt. Und ich habe es auf 11 Goal gebracht mitten in der Saison. Champions League, keine Chance gehabt. Immerhin. Und soll ich lösen? Ja, bitte. Sagt dir der Name Linus Hallenius noch etwas? Jo, aber der hat jetzt in 100 Jahren nicht gedacht. Er ist mir auch geblieben, wir haben ja mal die FCB. Das ist der Vorname, mein Vater hat das eigentlich Linus geheissen, aber der ist mir also nicht gross geblieben. Ja, Hallenius, ich immer gemeint, der ist nach Aarau zurück nach Italien, der hat dort noch irgendwie gespielt, aber ich offensichtlich nicht, ich muss das falsch in Erinnerung haben. Ja, halt einfach einem von denen, der mal da war. Das war schon eine Abstrusität. Einer, der einfach eine ganz merkwürdige Karriere hatte. Ja, man ist auf die schnelle Kante in Sinko, Patrice Bärlich. Das war ich dran gesehen, aber alles gut. Ich weiss, du hast keine Zeit gehabt, aber nichts gemacht. Yes, du bist ein Schatz. Wie immer. Wie immer. Wir sind so lieb miteinander, ist unglaublich. Wieso haben wir geredet? Es werden jetzt Leute schreiben, wie in so einer kurzen Folge. Es schreiben immer ein paar, die das sagen. Und dann sage ich einfach, ja, ab und zu muss halt auch mal schnell gehen. Wir werden ein bisschen schneller werden im Alter. Eben ja. Wegen dem, Patrice, vielleicht nächste Woche wieder, wenn es zeitlich reicht. He? Absolut, das machen wir auf jeden Fall. Und euch draußen, schöne Woche, arbeitet nicht viel. Gute Zeit, genießt den Sommertag. Bye, bye.